hinter den Kulissen, heute direkt aus St. Johann im Pongau beim Kraftwerk der Salzburg. Und hier passiert heute etwas, was wirklich nur ganz, ganz selten passiert, nämlich nur alle 20 Jahre. Was es ist, das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Das Kraftwerk St. Johann versorgt rund 17.000 Haushalte in der Region mit sauberem Strom aus Wasserkraft. Es wurde Ende der 1980er Jahre gebaut und 1990 in Betrieb genommen. Der Betrieb hat dabei seine Spuren hinterlassen. Ein Teil der Anlage ist deshalb derzeit gerade zerlegt und wird vollständig überarbeitet. Dafür darf das Werkzeug schon mal eine Nummer größer sein. Und wer zu Hause eine richtige Werkstatt hat, eine richtige Männerwerkstatt, dem wird genau das hier richtig gut gefallen. Ziemlich massiv das Teil, he? Passt nicht, kaputt. Jetzt geht's aber los. Denn Markus will sich die Revision ganz genau anschauen. Im Krafthaus trifft er dazu Anton Freudenthaler. Du Anton, sag mal, ich sehe was, was ich vom Segeln sehr gut kenne. Das ist ein sogenannter Scheckel, oder? Ist das richtig? Ja. Nur kenne ich ein bisschen kleiner bei mir daheim. Wenn ich das auf mein Bootel gebe, geht's unter, glaube ich. Ja, der Scheckel, der ist, wenn man da sieht, nicht? Der Nutzlast von 25 Tonnen, darf man den belasten und den braucht man speziell bei der Laufrad, wo man einheben, das hat 13 Tonnen und durch die Umschlingung und die Sicherheit, was man da braucht, verwendet man die Scheckels nicht. In meiner Welt ist das ein Männerspielzeug, ja? Ein Dampfstrahler. Da gebe ich dir recht, ja. Für was braucht sie denn? Ja, das ist mal am Anfang. Am Beginn der Revision des Kraftwerks praktisch die Dammtafeln gesetzt sind im Unterwasser, im Oberwasser, wenn dann das Kraftwerk entwässert ist. Dann sind im Kraftwerk in Laufrad 3 oder im Mantel 3 Verunreinigungen also durch Schlick, Wasser, Schlick, Schlamm, alles. Ja. Dann muss das gereinigt werden. Da waschen wir ca. einen halben Tag die ganzen Elemente alle waschen, Leitschaufeln und alles aufzusperren, Laufrad aufzu, dass man nachher an Messungen oder optische Sachen erkennen kann, wo was nicht ganz ordnungsgemäß ist und revidiert gehört. Jetzt weiß ich endlich, wo meine alten T-Shirts hinkommen. Mach ich gut, oder? Ja. Du Anton, für mich schaut das ja alles wie absolutes Fremdland aus da unten, aber für dich denn täglich Brot, was sehen wir da? Ja, da sehen wir ein Leitapparat, wo das Wasser normalerweise durchfließt. Das ist jetzt geöffnet, weil wir den oberen Mantelteil angehebt haben. Da sehen wir direkt in den Wasserkanal rein. Ja. Und jetzt geht's richtig los. Grüß dich. Hallo. Servus. Sag, das Laufrad, das glänzt dir jetzt so richtig, hä? Ja, haben wir uns bemüht. Dieses Laufrad ist ja an und für sich da unten im Schacht, oder? Richtig, genau. Ganz unten, da gehen wir nachher noch hin. Ja. Ja. Und das kann man auch bewegen, so richtig, oder? Das jawohl. Ist ja, das ist ja wie bei einem Flugzeug wahrscheinlich, landen und starten. Je nach Leistung verändert sich die Stellung des Flügels, der Anströmwinkel, somit dass man immer einen optimalen Wirkungsgrad hat. Okay. Und diese Sanierung, was wir machen, ist auch ganz wichtig, damit der Wirkungsgrad der Anlage wieder auf einem optimalen Stand ist. Das heißt, der Beginn der Stromerzeugung. Mhm. Genau. Und bei der Steckdose kommt er wieder raus. Ja. Richtig cool. Ferdl sagt, es werden ja laufend Revisionen in der Salzburg gemacht bei den Kraftwerken. Ist da eigentlich jede Revision gleich? Oder? Kann man sich vorstellen, wie bei einem Auto. Ich habe einmal ein kleines Service, einmal ein größeres Service. Irgendwann ist einmal der Zonenraum zu wechseln. Da habt ihr ja was Fesches gebaut in Wirklichkeit. Genau. Das ist eine Kippvorrichtung. Die es so noch nie gegeben hat vorher eigentlich, oder? Hat es so noch nicht gegeben. Die kommt heute zum ersten Mal zum Einsatz. Du sag einmal, wie läuft das jetzt bei euch ab, wenn ihr sowas wie diese Kippvorrichtung jetzt erfindet quasi? Wie geht da Step by Step die ganze Geschichte von sich? Eigentlich ganz einfach. Ja. Man hat zuerst einmal einen Rohentwurf auf einem normalen Blatt Papier. Einfach auf einen Karton. Dann wird einmal die ganzen Ideen einmal aufgezeichnet. Ja. Dann geht man ins Büro, huckt sie auf den Computer hin, macht eine CAD-Zeichnung, gibt die Teile dann in die Werkstätte. Die werden dann gefräst, die werden gedreht, dann wird das zusammengebaut.
und dann sieht man, ob das, was man vorher geplant hat, dann auch so funktioniert und so umsetzen. Das wäre der beste Fall, wenn es nachher funktioniert. Ne? Und das ist so eine Zeichnung, sagst du, oder? Genau, das ist so eine Zeichnung. So macht man das. Jetzt wird es für Markus aber richtig ernst. Jetzt habe ich sicher wieder so eine Helmfrisur. Er will in die Tiefe. Dorthin, wo normalerweise das Wasser durchströmt. Dorthin begleitet ihn Manfred Findeneck. Und ich wieder meine schönste Hosen anzogen heute wieder. Sag jetzt, ich mint noch einmal. Bei dir hat das besser ausgeschaut. Ich sehe schon, du bist der Sportler unter uns, du hast dich gleich da durchgehoben. Ich tue es auch öfters wie du. Jetzt sind wir wo? Hinter uns sehen wir die Turbinenwelle, wo das Laufrad, was wir zuerst gesteuert haben, umflanscht wird. Also das gelbe Teil kommt dann da drauf quasi? Das ist ja genau da drauf geschlafen. Nur ganz kurz zur Orientierung, da kommt das Wasser rein und da fließt es wieder raus. Ja genau, das Wasser kommt von der Oberwasserseite sagen wir, her und da geht es durch die Unterwasserseite nachher raus. Jetzt wird es richtig spannend. Denn jetzt darf Markus hinter die Turbine. Hier strömen normalerweise tausende Liter Wasser pro Sekunde durch. Damit Markus dahin gelangt, gilt es aber zuerst noch, ein Hindernis zu überwinden. Nein, Angst, ich fürchte mich nur von meiner Freundin, dass ich mein Gin hinmache. Das ist das Einzige. Und wir sind uns sicher, dass das da jetzt richtig zu ist, oder? Dass da kein Wasser reinkommt. Da könnt ihr euch hundertprozentig sicher sein, dass da alles so verschlossen ist. Du, also wie gesagt, da kommt das Wasser rein, da schießt es rein quasi. Ja? Ja, genau, bis zu 100 Kubikmeter in der Sekunde können da durchfließen. Ja. Da sieht man auch schön in Einlaufrechen jetzt, ja, was uns das zeigt, was wir nicht drin haben wollen, Holz und so weiter, alles abhält. Dann geht das Wasser da durch. Bis zum Leitapparat. Genau. Und je nachdem, was für Stellung das hat, entweder das wird Verschlussorgan, dass gar nichts durchgeht, oder je nachdem, wie weit der aufgeht, dann wird das Wasser durchlassen. Und der ist auch so kräftig, dass er den Wasserdruck standhalten kann. Vollkommen oder? Richtig. Ja. Und dann hinter dabei ist dann schon das Laufrad und dann wird Strom erzeugt und dann kommt er bei der Steckdose und wie erwähnt schon mal raus. Ja, das ist relativ. Ja, ist alles relativ. Haben wir nicht Zahn dazwischen. So. Wenn ich jetzt nicht falsch liege, ist das jetzt der Torpedo, oder? Ja, der Torpedo ist jetzt relativ, schaut aus wie ein Torpedo. Okay. Da sieht man im vorderen Bereich, hinter dem Laufrad, da ist der Generator innen drinnen. Und hinten ist die Generatorkuppel, wo man sieht mit den Pendelstützen drauf. Und da sieht man oben, wo es so rund weitergeht, da kann man von außen, von der Maschinenhalle, in den Bereich einsteigen, damit man die Revisionen und so weiter im bewässerten Zustand machen kann. Ah, da kannst du aber schauen, gell? Da kannst du dort runtergehen, ja genau. Da ist man hinten drinnen in der Generatorkuppel, was man da sieht. Das war hinter den Kulissen der Salzburg AG von der Revision hier aus dem Kraftwerk St. Johann. Dieses hübsche Ding geht jetzt noch nach Deutschland, wird dort noch etwas aufgehübscht und dann kommt es zurück und wird eingebaut. Und erst in 20 Jahren sieht man sich wieder zur nächsten Revision. Und bis dahin wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit dem Programm von Salzburg TV. Bitte schauen.